Es muss mehr gebaut werden, heißt es. Wohnungen vor allem, klar. Die Frage ist allerdings, wie? In der Bauwirtschaft entstehen mehr Treibhausgase als durch den gesamten Verkehr, mehr Abfälle als irgendwo sonst. 40% der CO2-Emissionen in Deutschland gehen auf die Baubranche zurück. Und sogar 60% von unserem Abfall sind der Baubranche zuzuschreiben. Also es ist ein enormer Hebel, der dahinter steckt. Es reicht nicht, wenn wir klimaneutral werden wollen oder Klimaneutralität anstreben, weil wir müssen gleichzeitig der Atmosphäre wieder CO2 entziehen. Es ist schon zu warm, das Klima ist schon zu weit fortgeschritten. Bauen soll klimapositiv werden, fordern Andrea Heil und Katrin Theile von Architects for Future. Ein wichtiger Hebel dabei, mehr sanieren statt ständig neu bauen. Wir müssen viel mehr den Bestand nutzen. Und ein neues Gebäude kann noch so toll gebaut sein, wenn ich den Bestand weiterhin umnutze, dann ist es in den allermeisten Fällen CO2-technisch am besten. In Gebäuden ist sogenannte graue Energie gebunden. Energie, die beim Bau aufgewendet wurde. Beim Abriss wird sie freigesetzt, verschwendet. Trotzdem wird abgerissen. Demnächst das Arabella-Hochhaus in München, gerade mal 50 Jahre alt. Der Hauptbahnhof. Sanieren sei teurer als Neubau, heißt es. Die graue Energie wurde nicht bedacht. Es geht auch anders. Ein Plattenbau in Berlin. Die NGO Cradle to Cradle hat hier ihr Büro eingerichtet. Saniert statt neu gebaut. Alle Materialien sind wiederverwertbar. Bei der Elektrik eigentlich ein gutes Beispiel, was man sofort sehen kann. Normalerweise sieht man diese Kabel gar nicht, denn sie sind in die Gebäudestruktur so eingebaut, dass es auch sehr schwer ist, die wieder zurückzubauen. Und wir haben hier eine Aufputzelektrik im Aluminiumrohr. Wir haben Cradle-to-Cradle-Schaltersysteme hier. Also das ist alles rückbaubar, kreislauffähig und materialgesund und zeigt eben, wir können es so aufbauen, dass es auch schnell wieder voneinander trennbar ist. Cradle-to-Cradle bedeutet Kreislaufwirtschaft, kein Abfall. Alle Dinge und Materialien werden wiederverwendet. Nur so kann die Klimabilanz der Bauwirtschaft verbessert werden. Das Prinzip ist eigentlich nicht neu. Vergleichsweise neu ist unsere Wegwerfkultur, die sich seit einigen Jahrzehnten auch beim Bauen eingestellt hat. Also im Prinzip haben wir früher einfach aus Mangel alles recycelt, repariert und wieder genutzt, was wir hatten. Und auch die Fachwerkhäuser wurden teilweise schon 2-3 Mal umgesetzt. Da gibt es Beispiele in Deutschland. Und irgendwann, ich habe das so ein bisschen dann in der Wirtschaftswunderzeit verortet, da hatte man dann einfach genug Wohlstand, um sich so eine Einweggesellschaft zu leisten. Früher konnten wir es uns einfach nicht leisten. In alten Dachstühlen findet man oft Balken, die schon mal woanders verbaut waren. Holzbau. Auch damit lässt sich CO2 und Abfall sparen. Eine Mustersiedlung in München, Prinz-Eugen-Park. 8 Gebäudekomplexe aus Holz. 570 Wohnungen. Beim Bauen mit Holz entsteht kein Abfall. Sogar die Sägespäne können verwendet werden, als Brennmaterial. Es gibt eine lange Liste an Vorteilen beim Holzbau. Er hat eine kürzere Bauzeit, er kann CO2 speichern, er hat bis zu 3% mehr vermietbare Mietfläche und er hat auch einen besseren energetischen Standard bei gleicher Bauteildichte. Meiner Meinung nach sollten wir mehr Wohnungen in Holz bauen. Ein Einfamilienhaus in Buch am Erlbach, Niederbayern. Sonja Eser und ihr Mann haben es vor 6 Jahren gebaut, nach Cradle-to-Cradle-Kriterien. Nur natürlich abbaubare Materialien. Das Lärchenholz unbehandelt. Alles lässt sich wiederverwenden. Vorbild für das Haus? Bäume. Die nehmen Sonnenenergie, speichern CO2 in ihrem Holz. Alles, was der Baum nicht mehr braucht, kann wieder zersetzt werden im Boden. Es ist dieser Materialkreislauf da und Bäume insgesamt haben so einen positiven Fußabdruck. Also die fördern das Leben in ihrer Umgebung und das finde ich eine ganz wichtige Zielsetzung für das, was wir Menschen hier auf diesem Globus tun. Ein Haus so nachhaltig wie ein Baum. Sonja Eser kennt alle Inhaltsstoffe der Materialien, die hier verbaut wurden, im Detail. Hartnäckig hat sie bei den Herstellern nachgefragt, aus welchen Bestandteilen die Produkte zusammengesetzt sind. Oft wussten es die Produzenten selber nicht. Dann kam die Ware auch nicht ins Haus. Über alles hat sie Buch geführt. In einem Ordner einen sogenannten Materialpass angelegt.
Das war ja die Idee von dem Haus, ein Haus für Kreisläufe zu bauen. Und die Materialien später zurückzugewinnen, bedeutet, dass sie sozusagen ihre Identität behalten. Also dass man weiß, deswegen passt, dass man weiß, wer sie sind, was sie für Inhaltsstoffe haben und ob man sie später recyceln kann, für was man sie weiterverwenden kann. Das ist hier alles in diesem Ordner dokumentiert. So könnte sie, oder besser, so muss sie aussehen. Die Architektur der Zukunft. Kreislauf statt Einweg. Sanieren statt immer nur Neubau. Fire.